Michael and Sally from locals from Adelaide. Wir sind Michael und Sally aus Adelaide. Einheimische sozusagen. We don't often get that reception, but we really want to see North. Ja, wir wollten uns mal Nordwestaustralien anschauen. Wir haben unser Auto mit im Zug. Von Darwin geht's dann nach Westen. 6 oder 7 Wochen. Das stellen wir uns interessant vor. Mal das wahre Australien sehen. Bequemer geht's doch nicht. The Blue Train, South Africa. We have traveled the Canadian Rockies in a train. Er ist leidenschaftlicher Eisenbahnfahrer. Wir sind schon zu den kanadischen Rockies gefahren. In Afrika von Harare zu den Victoria-Fällen. Und jetzt der Gan. Wir hoffen, das wird genauso schön wie in all den anderen Zügen. Australien und seine Eisenbahn. Wir haben den Express wieder verlassen und suchen die Spuren eines ersten Versuchs, den Kontinent auf der Schiene zu durchqueren. Sturzfluten haben die Gleise weggeschwemmt, Termiten die Holzschwellen gefressen, Buschfeuer erledigten den Rest. Australien ist ein Kunstwerk und eine Mahnung der Natur, dass nichts auf dieser Erde ewig hält. Naja, die Kamele, die man einst aus Asien importierte, die haben sich zu Hunderttausenden vermehrt. Wo sind wir jetzt? William Creek, 10 Einwohner, erhebt den Anspruch, Australiens kleinster Ort zu sein. Im Pub haben Buben ihre Hüte und Mädels ihre T-Shirts und Büstenhalter an die Decke gehängt. Wer hier vorbeifährt, muss etwa 200 Kilometer in jeder Richtung suchen, bevor er das nächste kalte Bier bekommt. Orte wie William Creek, so heißt es im Fremdenführer, die seien das wahre Australien. Und Leute wie Phil, die wahren Australier. Er fängt hier Kamele, dressiert und verkauft sie. Ansonsten ist Phil Historiker, Privatgelehrter. John, der Wirt, kam vor 3 Jahren aus Melbourne in die Hitze und Einsamkeit. Warum? Ist doch eine nette Stadt. Liebliche Gegend. Und wer sind ihre Stammgäste? Viehtreiber, aber die, höre ich, dürfen nicht so viel trinken. Ja, die dürfen nur trinken, wenn sie den nächsten Tag frei haben. Jetzt gibt's viel Arbeit auf der Ranch, also kein Alkohol. Auch Touristen kommen vorbei, man kann hier zelten und in Containern übernachten. Visitenkarten aus aller Welt legen Zeugnis ab, auch ich in William Creek. Frage an Phil, den Heimatforscher. Gibt es hier noch Aborigines, australische Ureinwohner? Nein, die sind alle fortgezogen. In Siedlungen, die die Regierung für sie baute. Leben jetzt in Häusern wie wir. Haben Gewehre, fahren Geländewagen. Ist das nicht traurig oder doch schade? Ja, es ist schade.
Aber so geht es den Ureinwohnern überall. Das ist unvermeidlich, so wie die Welt nun einmal ist. Man hat versucht, ihre traditionelle Lebensweise zu schützen, sie gegen den europäischen Einfluss abzuschirmen. Aber das hat nicht funktioniert. Okay, wir müssen in den Container. Es soll früh rausgehen am nächsten Morgen. Fünf Uhr früh, Anna Creek Cattle Station. Wir sind mit jenen Männern verabredet, die am Abend zuvor nicht trinken durften. Sie haben von insgesamt 16.000 Rindern eine kleine Herde mit dem Hubschrauber zusammengetrieben. Anna Creek ist die flächengrößte Ranch der Welt, 26.000 Quadratkilometer. Frage an Randall Crozier, den Manager, ob er ganz sicher sei, dass sein Reich so etwa die Größe Belgiens habe. Ich war nie in Belgien, aber ich glaube, wir sind größer. Wie gehen die Geschäfte? Gut. Die australische Wirtschaft läuft, der Export und die Fleischpreise sind okay. Ich kann nicht klagen. Sie sind hier sowas wie die Cowboys in den USA. Nein, den Ausdruck mögen wir nicht. Also Sie mögen die Amerikaner nicht? Nein, nein, das ist es nicht. Die sind Cowboys. Wir nennen uns Ringer. In Australia, a stockman is called a ringer. Okay. In America, they're called cowboys. Aber die Arbeit ist doch die gleiche. Ja, so ziemlich. Aber die sind längst nicht so groß wie wir. Es gibt auch Ringerinnen im australischen Outback und ihre Arbeit, das sogenannte Mustering, ist nichts für zarte Seelen. Nur selten greift der Mensch in das freie Leben dieser Rinder ein, aber wenn, dann schmerzhaft. Die kleinen Bullen werden kastriert, Brandzeichen, Clip ins Ohr, Hörner ab und dann zurück in die Wildnis. Unser Zug, der GAN, der Afghanistan-Express, auf seiner Route quer durch den Kontinent, rollt jetzt an dieser Rinderstation vorbei und streift ihren Grenzzaun im Westen. So etwa 800 der insgesamt 3000 Kilometer langen Reise sind nun zurückgelegt und wir nehmen Kurs auf eine Stadt und eine Gegend, die selbst nach australischem Maßstab bizarr und unwirklich ist. Wie eine Mondlandschaft. Oder die Kulisse eines besonders verrückten Films aus Hollywood. Es gibt einen Krater, den nennen sie Breakaway. Da sackt die Landplatte plötzlich 10 Meter in die Tiefe. Vor Millionen Jahren soll hier ein Meer gewesen sein. Die Sonne hat es ausgetrocknet. Die Tagestemperaturen heute schwanken so zwischen 40 und 50 Grad. Und plötzlich bis zum Horizont kleine weiße Häufchen wie Termiten- oder Ameisenhügel. Kuba Pidi haben die Ureinwohner diesen Ort getauft. Das heißt, weißer Mann im Loch. Wir sind mit einem dieser weißen Männer unterwegs. An der rechten Hand fehlen ihm der Daumen und der mittlere Finger. Der Zünder einer Sprengladung hat sie ihm weggerissen. Es ist früh am Morgen, die Hitze noch erträglich. Und Velija Senderovic, ein Bosnier, der schon seit 40 Jahren sein Glück in Australien sucht, zeigt uns sein Loch. Sein Partner ist Serbe, Milosevic Randivoje. Sie graben Löcher und Tunnel und kippen sie hinterher nicht wieder zu. Daher die vielen kleinen Abraumhalden in der Landschaft.
So wüst, so müllhaldenähnlich es über der Erde aussieht, so aufgeräumt und wohltemperiert ist es 20 Meter darunter. Seit Jahrzehnten sprengen und wühlen sich die beiden Freunde durch den Stein. Felsenfest davon überzeugt, dass sie eines Tages, vielleicht schon morgen, den staubigen, heißen Ort als reiche Leute verlassen werden. Denn Kuba Pedy ist eine der größten Schürfstellen nach bunten, kostbaren Steinen, nach Opalen auf der Welt. Im Umgang mit dem Zünder ist Velia inzwischen vorsichtiger geworden. Etwa 400 solcher kleiner Teams schürfen sich durch den Fels. Von den Tausenden, die vor ihnen kamen, fanden nur wenige den ganz besonderen, farbenprächtigen, den reich und glücklich machenden Stein. Auch nach dieser Sprengung, sie ahnen es schon, hat sich der Lebenstraum eines bosnischen und eines serbischen Australiers noch nicht erfüllt. See, that's their opal. Er schon hat er es geschafft. Yanni Papadopoulos vom Schwarzen Opal. Er kauft und verkauft. Wenn man sie findet, sehen Opale recht langweilig aus. Erst das Schleifen bringt sie zum Leuchten. Seinen kostbarsten Stein taufte er Flamme der Wüste, 13 Karat. Den, so erklärt er uns, werde er auch für $100,000 nicht verkaufen. Naja, vielleicht fand sich bisher auch nur keiner, der ihn mal in Versuchung brachte. Beautiful color. Inges Gessle führt zu Inges Burg. Fast jeder Zweite in Kuba Pedy wohnt in einer Felsenhöhle. Es ist monatelang sehr heiß, bis ab 48 zu 50 Grad, 52 Grad. Und die Nächte sind dann auch fürchterlich heiß. So ist optimal, dass man unter Grund lebt. Da ist Sommer und Winter die gleiche Temperatur. Wie viele Zimmer? Wir können ja mal ein bisschen rumgehen hier. Wohnzimmer? Ja. Dann ist da hinten drin das zweite Wohnzimmer. Da unten sind drei Schlafzimmer. Ja. Dort drin ist noch ein Schlafzimmer. Was haben wir hier? Hier sieht es aber sehr, sehr deutsch aus. Also ja, was haben wir hier da? Wenn man so ein Bierkrug geschenkt oder man geht nach Hadeleide Schützenfest, dann kauft man einen. Aha. Und wenn man sowas nicht hat, glaubt einem keiner so richtig, dass man ein Deutscher ist, richtig? Das kann sein. Als Deutscher muss man das haben. Gehen wir nochmal eine Stufe tiefer oder weiter rein in den Berg. Wenn wir hier so ungefähr sind, wie viel Meter Kalksandstein haben wir jetzt über uns? Das kann ich nicht einmal sagen, das weiß ich nicht. Ja. Was hat sie überhaupt hier nach Kuba Pedy gebracht? Oder nach Australien erst? Fangen wir so an. Australien, das war eine Schnapsidee. Absolut. Ich habe eine Fernsehsendung gesehen. ARD oder ZDF? Das weiß ich nicht mehr. Aha. Das weiß ich nicht mehr, welches das war. Das erste oder zweite Programm war es. Und die hat geheißen Inseln im Pazifik. Da ist was von Australien gekommen. Ich habe die Idee gehabt, könnte man auswandern. Wir haben damals ein Restaurant gehabt bei Karlsruhe und Glück gehabt, dass wir vom Vertrag erlöst worden sind und einen Antrag gestellt und nach 3 Monaten waren wir fort in Australien gewesen. Nicht, dass damals was war, da hat man ja nichts gesehen, da war gar nichts, kein Strom, kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Und kein Heiße auch nicht. Vielleicht 400. Ja, aber dann warum sind Sie dann geblieben? Das sieht doch hier auch wie aus dem Mond und warum das, bleibt man hier? Das war noch praktisch Pionierzeit. Ja. Dann hat man Rationskarte gehabt fürs Wasser, 100 Liter, 200 Liter Wasser in der Woche. Hat man gekriegt, keinen Tropfen mehr und. Und das war halt aufregend. Es war halt mal was anderes. Drüber hat man ja ein Restaurant, ein Hotel gehabt in Deutschland. Da hat man schon große Wäschmaschine gehabt, Miele-Wäschmaschine, vollautomatisch damals. Da kommst du her, hast kein Wasser und hast keinen Strom, nichts. Und das war für mich war das interessant. Schauen wir noch mal bei einem Nachbarn, bei Crocodile Harry vorbei. Harrys Höhle, außen wie innen, ist ein Kunstwerk, angereichert durch allerlei Kitsch und Obszönitäten. Irgendwie animiert das Wüstenklima Besucherinnen aus Übersee, diesem Museum intime Kleidungsstücke zu spenden. Aber das ist eine andere Geschichte. Den Hausherrn
treffen wir etwas indisponiert. Am Abend zuvor sind es ein paar Bier zu viel gewesen. Eigentlich heißt er